Also Savranche von Brotas ist ja eine ähnliche Idee wie deine. Also einen Raum quasi zu extrahieren und woanders hinzugehen. Genau, genau. Wobei sozusagen Raumqualität hat eine andere Bedeutung. Brotas hat eine Galerie genommen, hat sie auch sozusagen anonymisiert in gewisser Weise und als reine Volumen gebracht. Ich habe versucht, das, was für mich hier signifikant war, sozusagen beibehalten zu lassen. Ich habe in der Zeit in Rom gelebt, habe also sämtliche Matratzen, Bezugspolsterfirmen aufgesucht und habe einen Stoff gesucht, der irgendwie vom Gefühl her dieser Tapete, denn hier haben wir ja Tapete, ne? Das ist alles Tapete, heißt zwar Zeltzimmer. Ja. Dann gibt es ja auch diese wunderbaren Bömmelchen, die haben irgendeinen Namen, habe ich vergessen, habe ich auch lange Recherchen angezogen und habe versucht, dann eigentlich das, was für mich signifikant am Raum ist, eigentlich nur zu bringen. Das war einerseits das Zeltzimmer, also sprich die Wände, das Zeltdach, die Traversen, die Diagonalen, die man hier oben sieht. Dann habe ich die Bömmelchens natürlich auch gebracht und ich habe mir aus dramaturgischen Gründen überlegt, ähnlich wie Schinkel hier sozusagen sich erlaubt hat, Fenster ein bisschen zu modifizieren, das auch zu machen. Ich habe dieses Fenster, was hier ist, habe ich zugemacht, also das gibt es in meiner Arbeit nicht, und habe dafür die Tür, die dort jetzt hier ist, habe ich in ein Fenster ummodifiziert und somit konnte ich eine ideale Bühnensituation kreieren und das Licht, was man ja braucht, um irgendwie in den Raum zu erhellen, nach außen zu verlegen. Ich habe also zwei Fenster gebaut, ohne die Jalousien allerdings, und habe dann einen Ahorntisch zimmern lassen von einem Tischler und darauf ein rotes und ein weißes Herz in englischer Speiseformation sozusagen gegenübergestellt. Diese Herzen konnten selbst von alleine nicht stehen. Ich wollte sozusagen da noch eine gewisse Zuspitzung mit hineinbringen, habe relativ grobe Tischlerzwingen genommen und habe die in die Tischlerzwingen eingezwängt und so stehen die gegenüber. Die Tür, die hier ist, auf der Seite, ist sozusagen auch in meiner Rekonstruktion beibehalten worden und von da aus kann der Blick in den Raum hineingehen. Man durfte dann natürlich auch die ganze Situation betreten. Das Ganze gehört in die große den großen Arbeitskontext, wo man sozusagen eigentlich das Thema Bühne formuliert. Ne? Ja. Also was hat dich fasziniert? Also diese Idee von Schinkel, diesen Raum in ein Zelt zu verwandeln, also in was Mobiles quasi. So eine Täuschung ist ja eine Täuschung, ist ja nicht tatsächlich so. Und es gibt ja andererseits auch, sagen wir mal, den martialischen Hintergrund. Das ist genau. Das ist ja ein Kriegszusammenhang. Und da muss ich sozusagen, zuerst war ich eigentlich nur von der puren Schönheit des Raumes hier in Berlin angetan. Aber in Rom, auf der Ausstellungseröffnung, wo das ja zurückgeführt wurde, wieder zu dem Ort, wo das Zitat auch herkam, nämlich die römischen Schlachtzelte, ja, bin ich ziemlich eingekocht worden von einigen Leuten, die mich als Übelmilitarist beschimpft haben, wie ich dazu käme, sowas zu inszenieren. Aber ich war etwas erstaunt, also mal über mein eigenes Unwissen. Ja. Gleichzeitig konnte ich aber sagen, dass es genau dem Charakter des Werkes entspricht, weil natürlich die Konfrontation in der Gegenüberstellung dieser Herzen vorgeplant war. Und die Herzen sind wiederum, die sind ja auch irgendwie Platzhalter. Also sie sind sozusagen natürlich auch nur Modelle, vergrößerte Herzen, aus Glas gemacht. Und sie stehen für was stehen sie? Sie stehen das, was man mit Herz verbindet. Ja? Oder sie stehen für ein Lebewesen. Ja? Und der Rest wurde dann auch offen gelassen. Es war eigentlich ein Versuch, so eine extreme Spannung herzustellen. Und das Ganze wiederum darüber, dass das sozusagen eigentlich Spiel war, in Anführungsstriche, also Bühne, dem Theater nahe, auch wiederum sozusagen als Konstruktion durchsichtig gemacht worden. Ja. Und irgendwie, wie soll man sagen, kann man über Sockelproblematiken reden. Ne? Also die Frage,
Man hätte ja auch in traditioneller Art und Weise sagen können, also warum nimmst du nicht Sockel A, Sockel B, stellst du gegenüber? Würde da auch funktionieren. Ja. Und für mich war sozusagen die Kontrolle über die ganzen Kontexte sehr relativ wichtig. Deshalb war für mich, und das habe ich durchaus von Brotas gelernt, und deshalb ist das für mich ein Schlüsselwerk der Nachkriegskunst, dass man Kontexte schafft, die unabhängig von allen Bedingungen eigentlich immer funktionieren. Hm. Ja, du hast ja einen Raum geschaffen, in den man eintritt. Genau. Also der Raum stand im Raum. Man trat hinein und hatte eine besondere Situation. Also alles, was in dem Raum natürlich von dir angelegt wurde, hat ja eine Bedeutung. Also nichts mehr ist bedeutungslos. Genau. Das ist ja immer das, was solche Räume auszeichnet, dass also alles in dem gesamten Text dieser Arbeit steht. Und wenn ich das Foto richtig erinnere von deiner Arbeit, hast du ja also nicht so weit getrieben, dass du diese Lanzen, die Schinkel verwendet hat oder so, etwa damit reingenommen hat. Nein, aber es sind sozusagen von der Funktion her komplett kopiert. Ich habe hier sozusagen Metallstangen genommen, auch die Traverse ist aus Metall. Das ist ja auch hier, in dem Fall ist es der einzig richtige Stoff mit dem Bettstoff zusammen. Aber auf die Lanzen habe ich verzichtet. Ja. Ich meine, das wäre mir dann auch schon zu veristisch gewesen. Auch die Bordüre, die hier oben noch herumgeht, und auch die Vorhänge habe ich weggelassen. Ja. Also weil es eigentlich, natürlich sowieso die Möbel, weil ich ein anderes Möbelstück hineingebracht habe. Ja. Aber ich glaube, dass die Anmutung des Militärzeltes, das war sozusagen unausweichlich da. Und dann weiß ich auch nicht, natürlich ist das immer witzig, wenn dann, also ich meine, wir sind jetzt hier in so einer Situation, wie wir fast alleine sind, also wir sind zu zweit plus die Kamera. Man wird ja dann automatisch auch Bestandteil des Ganzen, so wie du vorhin gesagt hast, ich würde gerne hier gleich einziehen. Also es war dieser einladende Charakter des Raumes, und du bist plötzlich Augenzeuge, also einer Konfrontation. Und das hat mich irgendwie interessiert, weil ich vermeintlich annahm, und das hat sich zumindest dann auch, ist es ja noch einmal gezeigt worden, auch bestätigt, dass man dort sozusagen eine Steigerung der emotionalen Qualität der Gesamtsituation eigentlich erreicht. Ohne dass es sozusagen dem Betrachter nicht doch auch die Chance lässt, die Grammatik, die Vokabeln, die der einzelnen Elemente, die man dort hineinbringt, nachlesen zu können. Ja, das ist sozusagen, er wird nicht überwältigt, weil Überwältigung finde ich keine besonders interessante künstlerische Strategie, aber er wird sozusagen ja vielleicht hineingesogen und hat die Chance, als Betrachter weiter kritisch zu partizipieren.